Mein Name ist Paul Strobel. Ich bin 20 Jahre alt, habe jetzt letztes Jahr mein Abitur in Dieburg an der Landrat-Gruber-Schule gemacht. Und ich mache seit ziemlich genau 6 Jahren Ehrenamt in Großzimmern und mache halt jetzt mein FSJ hier, weil ich beschlossen habe, bevor ich studieren möchte, möchte ich mich ein Jahr lang dem widmen, was mir Spaß macht. Ich bin mit 14, kurz vor meiner Konfirmation, ins Ehrenamt reingekommen, weil mich unsere Gemeindepädagogin in Großzimmern gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, einmal im Monat bei der Kinderkirche an einem Samstag mitzuhelfen. Und die anderen Ehrenamtlichen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren einfach toll. Es sind auch schnell sehr feste Freundschaften entstanden. Und das finde ich auch so der Kerngedanke des Christentums: Gemeinschaft, Gemeinschaft leben. Wir haben heute das Smartphone-Café. Das ist ein ganz neues Projekt. Das ist heute zum allerersten Mal Testphase. Und zwar war unser Gedanke, es gibt ja viele Menschen, die haben Fragen wie Smartphone, Computer, wie das Ganze mit dem Internet funktioniert. Wir könnten doch einfach versuchen, so gut wie wir können, diese Fragen zu beantworten. Wir vor Ort in den Kirchengemeinden sind ja Menschenfischer. Wir suchen immer nach Talenten, wenn sie es so ausdrücken. Ja, und Paul war da und der ließ sich schnell anstecken. Das war gar nicht so kompliziert. Ich bin auch jemand, der erklärt gerne. Das habe ich auch in der Schule gerne gemacht. Ich gebe auch ein bisschen Nachhilfe. So, ich denke mal, da sollte ich schon ruhig bleiben und denen das in Ruhe erklären können. Und ich finde auch, wenn ich was weiß, dann kann ich es auch jemandem erklären. Und wenn die was wissen, was ich nicht weiß, dann können die es mir erklären. Und das ist, so lebt ja dieser Austausch. Ja, das ist ja auch ein Teil von einer Gemeinschaft. Deswegen finde ich das eigentlich auch ganz wichtig. Die Entwicklung ist einfach verrückt. Er hat sich wirklich da reingearbeitet, erst angefangen, erste Projekte alleine zu starten, bis hin, dass er jetzt hier im FSJ eine Wochenendfreizeit gestaltet. Das ist schon eine fantastische Sache. Ein echtes Geschenk für uns. Ich mache Mut, denke ich, dass auch andere das ausprobieren. Einfach zu sagen, hier, ihr seid so, wie ihr seid. Ihr könnt euch so ausleben, wie ihr seid und so, egal was man für Talente, Hobbys hat, jeder kann sich irgendwie in die Gemeinschaft einbringen und einfach er selbst sein und dann passiert was Wunderbares. Wenn das jeder macht, hat man einen bunten Mix, der was auf die Beine stellen kann. Deswegen würde ich sagen, möchte ich Mut machen, einfach sich einzubringen, so wie man es möchte, so wie man es kann, so wie man ist.